Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Boah. Hast du weh gemacht? Oh. Na gut, noch einmal. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Ah ja, gut, dann lassen wir das einfach so drin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, wir machen uns jetzt gleich fertig, denn für uns geht's nach Arta. Und dann suchen wir uns auch einen neuen Stellplatz. Genau. Wir sind schon gespannt, wie der wird. Und am Ende des Videos, wenn ihr fleißig dran bleibt und Interesse habt, werden wir euch noch ein bisschen was über uns verraten, denn wir haben nämlich ganz schön viele neue Abonnenten hier auf YouTube dazu bekommen. Genau, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wer wir sind. Viel Spaß beim Zuschauen. Hast du weh gemacht? Ach nee, ein bisschen. Ist enger der Bus, wie man manchmal denkt, ne? Ja. So, jetzt sind wir in Arta angekommen, wollen wir uns das kleine Städtchen mal angucken, ein bisschen schlendern, und es soll auch ein schönes Café geben mit veganem Kuchen. Oh mein Gott, wie schön ist das hier. Also diesen Laden würde ich ganz gerne einmal komplett einkaufen. Komplett leer kaufen, oder Leute? Das ist so schön, schaut euch das mal an. Mega schön. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber ja, wenn ihr hier seid in Arta, dann ja, folgt einfach diesem Zeichen. Glücklich? Yes. Was hast du denn hier geholt? Haben wir so einen schönen Teller für unsere Wand. Und dann hier drinnen sind noch so ätherische Öle. So, wir gehen jetzt gleich ins Café endlich. Das wird jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir uns ins Café setzen. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Das ist auch ein richtig, richtig schönes Café. Und ja, und wir haben noch ein paar kleine süße Sachen gefunden. Und zwar nochmal, das habe ich aber schon gezeigt im Video. Ja, aber was hast du jetzt gerade gekauft? Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Schuhe gekauft. Die sind mega schön. Ist auch bequem? Ja, super bequem. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Café. Warte, wir laufen auf Lauf an André. Irgendwo da vorne. Alter Verwalter, das war ja mal richtig schön in der Stadt. Ja, jetzt sind wir am Auto angekommen. Wir werden jetzt mal kurz Wasser auffüllen gehen und uns dann einen neuen Stellplatz aussuchen. Ich hoffe, wir können da aufs Meer schauen. Das Wetter sieht nämlich richtig gut aus und wir hoffen, dass da noch nicht so viel los ist. Wir haben nämlich gehört, dass so von Freitag bis Sonntag auch viele Spanier eben campen gehen. Und ja, mal schauen, ob wir Glück haben. It's the story.
Also wir sind jetzt angekommen und sind echt froh, weil wir sind mal wieder die Einzigen, die hier stehen. Haben wohl anscheinend echt Glück gehabt. Und ja, schaut euch mal diese Aussicht an. Also es ist Hammer einfach. Und auf der einen Seite ja, sind halt die Hotels, die aber wohl gerade leer sind. Die sieht man dann natürlich hier. Aber dafür ist hier der schöne Aussicht, der schöne Aussicht oder beziehungsweise auch die schöne Aussicht. Und ja, hier auf der Seite auch. Und na klar, hier steht Oskar neben uns. Und ja, wir werden gleich mal versuchen, runter zum Strand zu gehen, der wohl auf der Seite ist. Ein richtig toller Strand, direkt ja, unterhalb unseres Stellplatzes. Wir sind jetzt hier vielleicht 5 Minuten hingelaufen und sind zwar hier ein paar, deswegen bin ich auch gerade in der Hocke, ja, so ein paar kleine Seegras, ja, Ballen hier auf dem Boden, aber es ist trotzdem super schön und es ist eigentlich niemand hier außer ja, wir beiden und noch 4 andere Menschen, die halt aber nackig sind. Und das ist hier in Spanien öfter mal der Fall und sobald die dann ja, aus dem Wasser sind, kann ich euch dann hoffentlich mal den Strand zeigen. Wir haben hier gerade am Strand direkt hier vorne mehrere von diesen Quallen entdeckt. Wir wissen echt nicht, ob das jetzt eine gefährliche Qualle ist, die es hier wohl auch geben soll. Also wenn das einer von euch weiß, dann sagt es uns doch mal bitte in den Kommentaren. Boah, die wird hier gerade richtig an Land gespült. Ich habe echt keine Ahnung, oder wir wissen jetzt gerade gar nicht, was wir so richtig tun sollen. Ob die jetzt noch lebt oder... Ja. Boah. Natürlich für die jetzt nicht so gut, wenn die jetzt hier direkt am Strand landet, dann trocknet die aus. Das haben wir jetzt hier auch schon ein paar Mal gesehen. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Wir haben so einen schönen Platz. Jetzt gibt es erstmal mittags, ja. Nachmittags-Snack. Und Kaffee. Hallo? Haben sich versteckt. Wow, Speedy Gonzales! Oh. Wo warst du denn? Komm, geh mal rein zu Melli. Komm mal, Luni, hier. Hallo, Mausi. Hey. Jetzt erstmal alle begrüßen hier. Wir sind jetzt was auch wieder da. Was meinst du, um uns auch so eine Luni? Kann uns nicht einfach mal so eine zulaufen? Ja, wenn es passt und wir so eine finden, aber so goldig. Ich kann ein neuer Kaffeehund werden. So, jetzt sind wir auch zum Ende dieses Videos angekommen. Und jetzt kommen nochmal, wie versprochen, unsere... Einfach Fakten also, über uns. Zuerst wollte ich nochmal fragen, ob ja, euch Ada gefallen hat, weil wir fanden das mega, mega schön. Und wenn euch auch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und auch über Kommentare. Und ihr dürft unseren Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren. Genau, und jetzt kommen wir zu den Fakten. So, also wir haben ja, also wir sind beide 34 Jahre alt und haben uns 2018 nur so ganz kurz mal angerissen dazu entschieden, als Backpacker auf Reise zu gehen und sind dann quasi von der Haustür meiner Eltern über Land bis in den Iran getrampt und ja, viele von den Videos haben wir auch hier auf dem YouTube-Kanal genau danach festgehalten, danach ja. Sind wir mehr mit Flugzeug und Bussen gereist, dann halt von Thailand bis nach Australien und wir waren 15 Monate unterwegs. Dann sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen, haben uns den Bus gekauft und genau, haben den dann ausgebaut. Genau, wir wollten eigentlich noch weiter reisen, aber uns hat so ein bisschen auch so eine feste oder eine rollende Base einfach gefehlt, wo man halt abends weiß, in welchem Bett man schläft und auch mal eine eigene Küche hat. Genau, dann haben wir uns den Bus gekauft, an Ostern 2019 war das. Genau.
haben den dann in mühevoller Arbeit 3 Monate in Vollzeit ausgebaut. Auch die Videos haben wir hier festgehalten, sind auch auf dem Kanal zu finden, wenn ihr da Interesse habt. Haben den ganzen Ausbau festgehalten und ja, dann sind wir gereist und dann sind wir nach Mannheim gegangen und hatten uns da auch eine Wohnung gesucht. Und dann wurde in den Bus eingebrochen und ja, der Bus sah dann im Endeffekt so aus, als hätte jemand den Bus genommen, geschüttelt, ganz viele Sachen entwendet und Feuer gelegt. Also genau. Aufs Übelste zugerichtet. Also wir hatten noch Glück im Unglück, dass halt der Brand nicht so stark war, der Schaden. Ja, also es hat der sehr Boden stark eigentlich. Genau, aber trotzdem mussten wir natürlich so alles voller Ruß, mussten wir alles mal neu abschleifen, alles nochmal sauber machen. Ich würde schon mal so sagen, so 70% mussten wir schon nochmal neu machen. Ja, ja, wegen dem Ruß halt, aber ja. Es war ja noch alles zu retten letztendlich. Ja, aber also auch die Decke, weil wir kriegen bei Instagram ganz viele Fragen, wie wir die Decke denn gemacht haben. Ja, das ist halt eine sehr lange Geschichte, weil die hat halt schon sehr viel miterlebt. Und wir haben halt versucht, so viele Materialien wie möglich eben wiederzuverwenden. Beim zweiten Ausbau, genau, haben wir eigentlich viel wiederverwendet, haben einfach ein bisschen anders gestrichen und das Ganze ein bisschen anders gestaltet. Ja. Und genau, dann wir beide arbeiten in der Gastronomie und ja, dann kam halt Corona, dann haben wir unsere Jobs mehr oder weniger verloren und haben uns dann dazu entschieden, nochmal länger zu reisen. Ja, eigentlich wollten wir ein eigenes Café aufmachen dieses Jahr, aber ja, das wird jetzt wohl nichts. Das verschieben wir jetzt erstmal in die Zukunft und jetzt haben wir erstmal vor, mindestens ein halbes Jahr auf jeden Fall zu reisen. Ja, genau. Und was danach kommt, wissen wir auch noch nicht. Wir lassen uns genauso wie ihr überraschen. Also bleiben wir erstmal auf Mallorca noch ein bisschen und hoffe, ihr seid dabei und habt genauso viel Spaß wie wir. Ja, genau. Wenn ihr uns bei Instagram noch nicht kennt, dann könnt ihr uns auch gerne folgen. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Genau. Und ja, wenn ihr da noch Fragen habt, dann könnt ihr sie uns gerne stellen. Oh mein Gott, deutsche Sprache. Das ist manchmal so schwer. Okay, ich hoffe, das reicht. Falls ihr noch Fragen habt. Genau, ja, habe ich gerade gesagt, ne? Dann ja, ja. Ist ziemlich heiß hier in dem Bus. Ja, ich glaube, wir kühlen uns jetzt Hunger. Erstmal ab. Ja, das auch noch. Okay. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und kann man das so lassen, meinst du? Ja, vielleicht ein bisschen zusammenschneiden, aber. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Zuerst hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Warte, meine Haare sitzen noch nicht. Die stehen da so ab. Ich fand die super. Okay. Ja. Jetzt. Also nochmal. Nochmal? Ja.